So, werte Geist und Geisterinnen, herzlich willkommen zum nächsten täglichen Menagerie-Kampfhaustier-Arena-Quickguide. Heute gegen den Tukanator. Wir besiegen den ganz easy mit der ungeborenen Valkyrie und dem Irrwisch von Nordrassil. Das dritte Pet wie immer optional. Ich habe hier den Abyssius wegen, ja, Notfalls-Bombschaden einfach mitgenommen. Und wie wir das Vieh ganz einfach mit diesem Setup besiegen können, gucken wir uns im folgenden Kampfverlauf an. Und zack, sind wir ins Game gesprungen, sind direkt in der Arena und beginnen mit unserem Jochen, der ungeborenen Valkyrie. Der Tukanator ist ein fliegendes Pet, deswegen natürlich der Irrwisch recht essentiell, der da sehr starken, auch nahezu stackbaren Schaden, wenn man so sagen will, verursachen kann. Wir benutzen unseren Flug der Verdammnis, der nach 5-4 Runden massiven Schaden verursacht. Und die ungeborene Valkyrie macht jetzt hier noch so ein bisschen Schattenschaden zusätzlich drauf. Der ist jetzt nicht gravierend, aber kann eben gerade durch so einen Crit schon den einen oder anderen prozentualen Gesundheitsanteil da abziehen. Und die wichtige Fähigkeit ist hier allerdings der Aufstieg, den sehen wir hier. Dadurch opfern wir den Rest unserer Gesundheit, stehen als untotes Pet dann auch nicht nochmal auf und verfluchen das Gegnerteam, was den erlittenen Schaden um einiges erhöht. Ihr habt gerade gesehen, mit 740 waren es, glaube ich, ist das da ganz doll nochmal eingeschlagen. Jetzt wechseln wir den Irrwisch ein und 1405 sind hier recht easy abziehbar. Wir benutzen das Blenden, dadurch ist die Trefferchance verringert und unsere erste Fähigkeit haut dann zusätzlichen Schaden nochmal rein, krittet da sogar. Und ihr habt es gesehen, das Tierchen hat sich hier dann fast schon vom Leben verabschiedet. Wir hauen noch unsere Nova und zack, liegt es schon recht problemlos im Dreck. Also unseren Jochen geopfert für erhöhten Schaden und dann mit dem Irrwisch ganz einfach dank eines Crits beendet. Drittes Pet, eher Dekoration als alles andere. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Setup zumindest eine kleine Hilfestellung geben, wenn nicht sogar einen exakten Guide. Und wir sehen uns im nächsten, wenn ihr wollt. Bis dahin, tschüss.